Herzlich willkommen zu meiner ersten DVD. Es ist eine Strategie-DVD. Wir werden reden von Leichtfiguren insbesondere. Und die Hauptrolle wird gespielt vom Läufer. Es ist meine Erfahrung, dass es bezüglich des Spiels mit Läufer viele Missverständnisse gibt und viele Sachen, die ich gerne mal einmal für immer aufklären möchte. Es sind Sachen, die jeder Profi im Grunde weiß, aber im Amateurbereich ja, gibt es da eben weit verbreitete Missverständnisse und die möchte ich einen nach dem anderen aufklären. Und das Ganze lässt sich, glaube ich, ganz gut machen anhand Beispielpartien. Wir haben 12 Partien ausgesucht und als Format für diese DVD benutzen wir das interaktive Format, also ständig ein Partiequiz. Pro Partie in etwa 8 Momente, wo man dann überlegen kann, welchen Zug man machen würde. Und jeweils werden wir dann besprechen, was ist der richtige Antwort, was wäre vielleicht auch noch gegangen oder was war vielleicht falsch. Und ja, so geht es immer weiter. Und in jede Partie gibt es eigentlich einen klaren roten Faden, eine klare Geschichte. Und die Partien bauen aufeinander auf und machen dann das Thema jeweils einsichtig. Das erste Thema ist Läuferpaar. Und die Stellung, die wir jetzt auf dem Brett haben, ist aus der ersten Beispielpartie. Und ja, hier sehen die beiden Läufer von Weiß vielleicht eher bescheiden aus. Aber das ist halt die Sache. Es geht nicht darum, dass man die Läufer super schnell aktivieren muss und auf Aktivität spielen. Die richtige Strategie mit einem Läuferpaar ist langfristig, also nach und nach das Gegenspiel vom Gegner verhindern, nach und nach die Kontrolle übernehmen und dann erst in zweiter Instanz werden die eigenen Läufer aktiv und werden die Stellung dominieren. Also man braucht viel Geduld und es ist tatsächlich eine langfristige Strategie. Das ist der erste wichtige Punkt dieser DVD. Ja, 4 Beispielpartien zum Läuferpaar und dann geht es weiter mit ungleichfarbiger Läufer. Ich wechsle mal zum zweiten Beispiel. Da nehme ich eine wichtige Stellung. Ja, diese Stellung. Hier sieht man ungleichfarbige Läufer. Und vielleicht das größte Missverständnis bei ungleichfarbigen Läufer ist, dass sie remislich sind. Also so viele Schachspieler sagen automatisch ungleichfarbige Läufer, okay, remisliche Stellung. Und das stimmt wirklich überhaupt nicht. Nur ganz am Ende der Partie, wenn vielleicht die ungleichfarbigen Läufer übrig sind, kann man sagen, okay, vielleicht hat man sogar mit ein oder gar zwei mit Minusbauer, dass man das Ganze noch remis hält, dank den ungleichfarbigen Läufer. Aber auch das ist ein extremes Ergebnis, wenn man darüber nachdenkt. Also, ungleichfarbige Läufer machen die Stellung im Grunde extremer. Das bedeutet in fast alle Stellungen, dass ungleichfarbige Läufer eine wunderschöne Gewinnwaffe sein können. Und diese Stellung, die wir jetzt auf dem Brett haben, ist das natürlich auch der Fall. Der Läufer auf D5 sehr stark, der Läufer auf F6 gar nicht so stark. Also ungleichfarbige Läufer, ungleiche Chancen, sollte man vielleicht sagen. Zum Thema haben wir dann, zu diesem Thema haben wir 3 Beispielpartien. Und danach geht es weiter mit Thema Nummer 3. Auch sehr interessant. Ich hole wieder ein Beispiel dazu. Und dann nehmen wir die Stellung nach. Springer, nee, nach Dame B8, so ist es. Ja, diese Stellung. Das dritte Thema auf der DVD ist der sogenannte schlechte Läufer. Also ich markiere den mal gelb, diesen Läufer auf D3. Ja, laut den alten gängigen Theorie wäre das ein schlechter Läufer, weil die Zentrumsbauer auch auf Weiß festgelegt sind, genauso wie der Läufer. Und in Wirklichkeit aber ist Weiß hier derjenige, der auf Gewinn spielt. Warum das der Fall ist, gut, hat mit seinem Raumvorteil zu tun und
Ja, ansonsten will ich das natürlich alles gleich weiter erklären. Aber sogenannte schlechte Läufer, die gar nicht so schlecht sind, ein sehr modernes Thema und ich meine sehr lehrreich. Ja, das sind dann die Hauptthemen: Läuferpaar, ungleichfarbige Läufer, sogenannte schlechte Läufer. Und insgesamt entsteht dann ein Bild, dass der Läufer tendenziell besser ist als der Springer. Und oft ist das auch so. Ich meine, dass das von vielen Profispielern auch so verstanden wird. Aber bevor wir uns zu sehr verlieben im Läuferpaar, brauchen wir natürlich ein paar Gegenbeispiele und deshalb Kapitel 4, nochmal zwei Partien. Ich hole nochmal wieder ein Beispiel dazu. Nehmen wir die Stellung nach 26 Züge. Ja, diese Stellung zum Beispiel, stimmt das denn? Nee, ich wollte eigentlich eine andere Stellung. So, zack, da ist es. In diese Stellung hat Schwarz zwar das Läuferpaar, wobei ein Läufer natürlich sofort abgetauscht werden kann. Aber es ist tatsächlich Weiß, der mit seinen Springern die Stellung dominiert. Sprich, ja, die Läufe sind nicht immer automatisch ein Vorteil oder auch ein Garantie für Ausgleich. Es gibt sicher auch Stellungen, wo der Springer natürlich stärker ist. Damit haben wir dann insgesamt mit diesen vier Kapiteln, glaube ich, ein komplettes Bild und ja, ich meine schon, dass es mehr Schachstellungen gibt, wo der Läufer stärker ist als der Springer. Das ist aber sehr allgemein und hoffentlich mit dieser 12 Beispielpartien wird klar, warum das der Fall ist und welche Strategien man verfolgen kann, worauf man achten soll, was man vermeiden soll und so weiter. Ja, ich glaube, ganz spannendes Thema. Hoffentlich was Neues zum Lernen, auf jeden Fall genug zu genießen, interessante Partien. Viel Spaß!